Dr. Anton Hofreiter. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege von der FDP, ich gebe Ihnen ja recht, dass das Sondierungspapier der Großen Koalition etwas, der sich fleischbildenden Großen Koalition etwas dünn geraten ist. Und es stimmt auch, dass das Sondierungspapier, das ja im Bereich Landwirtschaft geeint war, von Jamaika deutlich besser gewesen wäre. Aber wissen Sie, warum beklagen Sie sich denn hier darüber? Sie hätten das alles mit uns gemeinsam haben können, wenn Ihr Parteivorsitzender nicht so feig zum Regieren gewesen wäre. Wissen Sie, in welchem Moment Ihr Parteivorsitzender davongelaufen ist? Er ist in dem Moment davongelaufen, als er bekommen hatte die Komplettabschaffung des Solis, als er bekommen hatte, dass die anlasslose Vorratsdatenspeicherung nicht mehr gibt und als er das Digitalpaket bekommen hat. Da ist er davongelaufen. Also bitte, wenn Sie etwas zu kritisieren haben, dann kritisieren Sie erst mal Ihren eigenen Vorsitzenden und nehmen Sie sich an die eigene Nase. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich mir das Sondierungspapier der sich vielleicht bildenden Großen Koalition anschaue, dann verstehe ich bestimmte Dinge schon nicht. Wieso hat denn die CDU die Dinge, die wir gemeinsam erarbeitet haben und wo wir den Eindruck hatten, dass sie sie wirklich gelernt und unterstützt haben, so schnell vergessen, als sie mit der SPD an einem Tisch saß? Wir hatten doch eine verpflichtende Haltungskennzeichnung und nicht dieses Wischiwaschi, wie jetzt wieder in Ihrem Papier drin steht. Wir hatten doch eine Reduktion, ein Reduktionsprogramm aller Pestizide und nicht nur der glyphosathaltigen Pestizide. Warum haben Sie denn das alles so schnell vergessen? Ist es vielleicht so, dass man die Union einfach nicht allein lassen kann, wenn es um solche Fragen geht? Dass, wenn die Grünen auf Sie nicht aufpassen, Sie ökologisch und bei Tierschutz und all diesen wichtigen Fragen sofort ausbüchsen? Beim Klimaschutz haben Sie es ja auch eindrücklich bewiesen. Und jetzt zur SPD. Die SPD hat ja viele dieser Dinge vorbildlich im Wahlprogramm auch drinstehen. Und deshalb frage ich mich ehrlich gesagt, da frage ich mich schon, wieso haben Sie mit immerhin noch 20% der Stimmen so viel weniger wie eine 8%-Partei durchgesetzt, die mit CDU, CSU und FDP verhandeln musste? Lag das daran, dass das eigentlich bei der SPD nur im Schaufenster steht, all diese Punkte, dass, wenn es hart auf hart kommt, auch bei all diesen wichtigen ökologischen Tierschutzfragen, bei Fragen, wo es um den Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft geht, wenn man sich das Höfesterben anschaut, dass das eigentlich nur im Wahlprogramm steht und dann, wenn es um Verhandlungen geht, man sich dafür überhaupt nicht mehr interessiert? Ist das vielleicht die Ursache? Was ist jetzt notwendig? Was notwendig wäre, und notwendig wäre nicht, dass in einer politischen Debatte, wo es anlässlich der Eröffnung der Grünen Woche von Seiten der SPD und der CDU hier so ein bisschen Ernährungsberatung gemacht wird. Nee, ich glaube, Ernährungsberatung ist nicht die Hauptaufgabe des Deutschen Bundestags, auch bei einer Debatte über Ernährung und Landwirtschaft, sondern unsere Hauptaufgabe ist es, Gesetze zu machen und nicht den Leuten zu sagen, wie sie zu essen haben. Aber das nur am Rande. Und deshalb, was wäre notwendig? Notwendig wäre ein echtes Reduktionsprogramm für alle Pestizide. Notwendig wäre eine klare Haltungskennzeichnung. Notwendig wäre die Vergabe der Gelder so, dass das Höfesterben nicht einfach weitergeht. Nicht die jetzige Politik. Und da hilft es nichts, wenn man einfach nur bekenntnishaft sich zur Landwirtschaft bekennt und das beschwört. Sondern die Rahmenbedingungen sind es ja, die den Bäuerinnen und Bauern das Leben schwer macht. Und diese Rahmenbedingungen muss man ändern. Und wenn man zum Beispiel einen Großteil des Geldes einfach nach Größe der Fläche vergibt, dann führt es höchstens dazu, dass die Pachtpreise steigen. Und deshalb
muss man das Geld vergeben nach qualitativen Kriterien, nach Ideen, wie wir sie in unserem Sondierungspapier ja festgehalten haben. Und man könnte sich wirklich ärgern, wenn man sich anschaut, was im Jamaika-Sondierungspapier drin stand. Da stand drin: Stelle der Zukunft, Klimaschutz, angepasste Produktion, Erhalt der Kulturlandschaft und der biologischen Vielfalt, gesunde Ernährung, Technologisierung und Digitalisierung sowie Präzisionslandwirtschaft einsetzen. Mensch, wir waren doch schon mal so weit. Wenn die SPD sich schon nicht traut, dann traut ihr euch doch wenigstens das, wo wir uns schon mal drauf geeinigt haben, wenn schon die FDP davongelaufen ist, durchzusetzen. Für uns ist am Ende entscheidend, dass wir nicht die Posten haben, sondern für uns ist entscheidend, dass endlich sinnvolle Politik gemacht wird, inhaltlich sinnvolle Politik. Darauf kommt es an. Und deshalb mein Appell an die CDU, CSU und die SPD, wenn sie wirklich die Regierung bilden: Ändern Sie die Politik und schauen Sie sich die Papiere an, die wir gemeinsam erarbeitet haben. Da finden Sie vieles Gute. Vielen Dank. Lieber Kollege Hofreiter, ich erlaube mir die Feststellung, dass es sich hier nicht um eine Ernährungsberatung, sondern um eine vereinbarte Debatte zwischen den Fraktionen des Deutschen Bundestages handelt. Als nächste Rednerin hat das Wort